Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf zunächst aus aktuellem Anlass als Obmann unserem Sprecher der CDU-CSU-Fraktion hier für Bildung und Forschung ganz herzlich zum heutigen Geburtstag gratulieren, lieber Albert. Ich denke, das tue ich auch im Namen des ganzen Hauses. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Indien, ein Land der Extreme, aber auch extrem spannend. Auf der einen Seite ein Hightech-Land auf Weltniveau mit erfolgreichen Raketensystemen, einer eigenen Raumfahrtagentur und rund 700.000 IT-Lern in einer Stadt wie Bangalore. Und auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, Armut. 30% der Menschen leben von weniger als 1,25 $ pro Tag. Schmutz und heilige Kühe auf den Straßen. Dritte Welt. Ein Land der zwei Geschwindigkeiten also, das wäre meine Kurzbeschreibung unserer sehr harmonischen Delegationsreise im letzten Jahr nach Indien, die ja unserem Antrag heute auch zugrunde liegt. Und wie viel Potenzial in diesem Land steckt, kann man sehr gut an einer Zahl ablesen. Weniger als 5% aller Personen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, verfügen nach Regierungsangaben über eine berufliche Qualifikation. Und für die jährlich über 12 Millionen jungen Menschen, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen, gibt es bisher lediglich rund 4,5 Millionen Ausbildungsangebote, zumeist von äußerst geringer Qualität. Und genau hier kommen wir ins Spiel, Deutschland als Land des Mittelstandes. Und so heißt denn auch die neue Strategie der indischen Regierung, MIIM, Make in India Mittelstand, meine Damen und Herren. Und warum sind nun wir als Partner Deutschland so wichtig für Indien? Deutschland ist der größte Handelspartner Indiens innerhalb der EU. Doch gewünscht ist noch viel mehr von indischer Seite, wenn es nach der Regierung Modi geht. Das wurde auch gestern, vorgestern beim deutsch-indischen Wirtschaftsdialog noch mal deutlich. Und deshalb gibt es seit Frühjahr speziell für deutsche Unternehmen einen sogenannten Fast Track to India. Es gibt in Indien 6 Goethe-Institute. Derzeit nehmen jährlich etwa 17.000 Personen an Deutschkursen dort teil. Und außerdem wird an zahlreichen Schulen in Indien die deutsche Sprache unterrichtet. Im Wintersemester 2014/15 waren rund 11.860 indische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Das ist eine Steigerung von 24% gegenüber dem Vorjahr. Und auch die Zahl deutscher Studierenden an indischen Hochschuleinrichtungen wird auf etwa 1.000 geschätzt. In Deutschland wiederum bilden ebenfalls über 1.000 indische Doktoranden die zweitgrößte Gruppe ausländischer Promotionsstudenten direkt nach China. Das Potenzial, meine Damen und Herren, für den Ausbau der Zusammenarbeit ist also riesig. Und in einem Bereich sind die Beziehungen zu Indien besonders eng, nämlich in der Forschung. Für Indien ist Deutschland weltweit der zweitwichtigste Forschungspartner hinter den USA. Die indische Wissenschaft genießt auch in Deutschland einen exzellenten Ruf. Ich darf nur den Bereich Biotechnologie nennen. Im Jahr 2014 haben beispielsweise über 800 indische Wissenschaftler an Forschungsaufenthalten an Max-Planck-Instituten teilgenommen. Die Max-Planck-Gesellschaft unterhält gleich 2 deutsch-indische Forschungszentren, das Indo-German Max-Planck Center for Computer Science und das Max-Planck Center on Lipid Research am National Center of Biological Science in Bangalore. Das erstere haben wir übrigens auf unserer Delegationsreise auch besucht. Und dann gibt es dort seit 2012 das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus in Delhi. 15 Konsortialpartner unter einem Dach werden dort zusammengeführt. Sie erleichtern indischen und deutschen Wissenschaftlern sowie Studierenden den Aufbau von Kontakten und erhöhen vor allem auch die Sichtbarkeit Deutschlands als Wissenschafts- und Forschungsstandort. Und seit 2012 fanden laut eigenen Angaben des DWIH rund 50.000 direkte Kontakte mit Wissenschaftlern und Studierenden dort statt. Weltweit gibt es im Übrigen nur 6 dieser DWIHs, und auch dies unterstreicht den großen Stellenwert der Forschungszusammenarbeit von Deutschland und Indien. Und weiterhin unterhält Deutschland sein weltweit einziges bilaterales Forschungsförderzentrum, das Indo-German Science and Technology Center in Gurgaon, das ist in der Nähe von Delhi, das wir auch in unserem Antrag ja explizit erwähnen. Und es wird dort Deutschland und Indien zu gleichen Teilen finanziert mit bisher jährlich 2 Millionen und ab dem nächsten Jahr mit 4 Millionen €. Es fördert bilaterale, anwendungsorientierte Forschungsprojekte unter Einbeziehung von Unternehmen auf beiden Seiten und ist deshalb, so finden wir, ein vorbildliches Projekt. Und umgekehrt ist Indien auch an mehreren Großforschungseinrichtungen in Deutschland maßgeblich beteiligt. Sie wissen das, der indische Beitrag zum multinationalen Teilchenbeschleuniger FAIR in Darmstadt beträgt rund 30 Millionen €. Das ist ein stattlicher Betrag. Und auch in Nutzungsrechte des Teilchenbeschleunigers STACY in Hamburg hat Indien erheblich investiert. Und schließlich ist Indien auch an ITER als einer von 7 Partnern mit 9% maßgeblich beteiligt.
Im November 2012 hat das Fraunhofer-Institut ein erfolgreiches Marketing-Office in Bangalore eröffnet, das Projekte in Millionenhöhe hier für die deutsche Wirtschaft akquiriert. Und übrigens gibt es in Bangalore, und deshalb waren wir auch dort gewesen, liebe Kollegen, etliche große Forschungszentren deutscher Konzerne. Und so konnten wir uns bei unserem Besuch dort auch von der hohen Qualität von Wissenschaft und Forschung dort persönlich überzeugen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, wie eng die Forschungszusammenarbeit mit dem Subkontinent ist und vor allem auch, wie wichtig. Und deshalb möchte ich nur für den jetzt drei Forderungen aus unserem Antrag hier hervorheben, die mir besonders wichtig sind. Erstens, wir müssen alles daran setzen, dass wir den Studierenden- und Wissenschaftleraustausch mit Indien weiter intensivieren. Hier sind DFG, AVH und auch der DAAD gefordert. Und dies ist schon deshalb erfolgsträchtig, weil die Unterrichts- und Landessprache Englisch ist und damit auch die Verständigung im Alltag unkompliziert. Zweitens, ich habe die Zahlen bereits genannt. Wenn nur etwa 5% der Bevölkerung über eine berufliche Qualifikation verfügen, ergibt sich hier ein enormes Potenzial. Und dementsprechend müssen wir die duale Ausbildung in Indien insgesamt und besonders die Ausbildung von Facharbeitern fördern. Die Regierung Modi will bis 2022 500 Millionen Inder beruflich qualifizieren. Ein wirklich gigantisches Projekt. Und mein Kollege Thomas Feist wird mit Sicherheit zu diesem Aspekt noch im Detail etwas sagen. Und drittens sollten wir für eine ausreichende räumliche Ausstattung der deutschen Schule in Neu-Delhi sorgen. Denn was bringt die Finanzierung von Lehrkräften und auch das enorm wachsende Interesse an der deutschen Sprache, wenn die Räume nicht da sind, um die jungen Menschen zu unterrichten? Zusammenfassend, meine Damen und Herren, bin ich davon überzeugt, dass der indische Subkontinent als größte Demokratie der Welt mit seiner demografischen Entwicklung, seinem enormen Potenzial und auch dem großen Hunger auf Bildung und Fortschritt ein besonders enger Partner für Deutschland sein muss. Und das hat ja übrigens auch die Bundesregierung richtig erkannt, wie erst jüngst bei den Regierungskonsultationen gezeigt wurde. Wissenschaft und Forschung spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam weitergehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an die Kollegen, dass wir diesen Antrag hier gemeinsam geschrieben haben und dass auch die Reise so harmonisch verlaufen ist. Danke sehr. Für die Fraktion Die Linke hat die Kollegin Rosemarie Heinrich.